Lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen. Hör auf, da rumzuhampeln, du Noob. So, jetzt haben wir jetzt schon mal zwei Zuschauer anscheinend. Drei, okay. Naja, gut, probieren wir es. Probieren wir es, schauen wir mal, wie lange es geht. Teenvolk, okay. Kann sich natürlich so nennen. Na, jetzt geht es natürlich schon mal in die Runde. Wenn mir das Stream jetzt abkackt, dann ist die Runde natürlich umsonst. Naja, wir werden sehen. Entschuldigung. Agent. Ja, besser sie schnappen sich einen Schutzanzug. Die verlorenen experimentellen Virustatiker sind lokalisiert worden. Also Leute, nicht wundern, ich habe gerade überhaupt keinen Zugriff auf den Chat. Das heißt, ich sehe den Chat nicht. Ich sehe noch nicht mal, dass ich hier einen Livestream mache gerade. Ich fange einfach mal mit der Runde an und dann sehen wir schon, was passiert. Also nicht wundern. Warnung, Infektion entdeckt. Wenn ich im Lotto gewinne irgendwann, Leute, dann kaufe ich mir so ein dermaßen Monster-Rig, dass ich kein Shadowplay und kein OBS und nichts brauche zum Streamen, sondern dass ich einfach nur auf den Knopf drücke und dann funktioniert alles. So. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Okay, jetzt sehe ich was. Ja, jetzt sehe ich den Chat auch. So ein Müll alles. So, jetzt hat Urbex, Peter, Dad, Servus. Jetzt haben wir es, jetzt können wir loslegen. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, das ist natürlich einer der ungünstigsten Spots überhaupt. Wir laufen einfach mal in diese Richtung. Andreas, servus, moinsen. Scheiße. Ja, doch, passt. So, los geht's. Neue Runde, neues Glück. Sieh nach vorne, nie zurück. Stefan, grüß dich. Hier geht's schon mal rein. Da ist aber auch ein Sprengsatz. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert technisch. Ich musste alles nochmal neu starten. Mal wieder. Oh, ich höre einen anderen Player. Lol, du bist ein witziger, verpiss dich. Musste alles neu starten. Ja. Arbeitshose schwarz, danke. Und danke, eine schwarze Arbeitshose. Schießt er auf mich, ja? Im PvE. Ganz schlau. Nee, PSN, du hast die Woche überhaupt nichts verpasst, weil ich die Woche nicht gestreamt habe. Die Woche ging es mir richtig dreckig. Und deswegen waren meine Streams die Woche null. Also hast du nichts verpasst. Kerntemperatur ist unter den optimalen Wert gesunken. So, Nahrungskonserve, was haben wir denn hier? Keimer, moinsen. Thorsten, moinsen. So, wie wir schon gesehen haben, sind wir hier mit anderen Leuten gespawnt, was natürlich wieder mal ganz toll ist. Aber ist egal, die kratzen wir dann alle vom Boden auf später. Erstmal ein bisschen aufwärmen.
Sind wir quasi auf der gegenüberliegenden Seite von der Kirche, kann das sein? Sieht fast so aus, ne? Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Safehouse Kirche. Nahrungskonserve. Warnung. Immunreaktion entdeckt. Da haben wir natürlich nichts. Trifft sich. Das trifft sich, die benutzen wir gleich. Zack, rein damit. Zephyriel, grüß dich, ja. Ja. Das ist richtig. Survival ist einfach die Macht. Hier ist nichts drin. Nehmen wir ein bisschen Werkzeug mit. Der Henker, moinsen! Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wir haben hier so ein Blizzard. Wie warm ist das eigentlich hier drin? Minus 21, okay, das ist immer noch natürlich nicht so schön. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite durch das Zelt, egal. So, jetzt brauchen wir, okay, da drüben ist ein Haus. Was haben wir hier? Oh. Trainingshoodie, nice. Gehen wir erstmal hier rein. Kerntemperatur ist kritisch niedrig. Schauen wir, ob es hier was zu looten gibt. Okay. Hier war schon jemand. Der Burki, servus, grüß dich. Ja, gab wieder ein paar technische Schwierigkeiten, wie immer. Entschuldigung. Ja, ich zocke ja den zweiten Teil seit meinem Teil 2 Video nicht mehr. Ich werde vielleicht nächste Woche mal reinschauen, wenn der Raid kommt oder so, um das auch gesehen zu haben, aber es wird dann auch schon gewesen sein. So, jetzt komm hier. Jetzt laufen wir das Ganze nochmal durch. Irgendwie im Park die Direktion verloren. Okay, also fassen wir mal zusammen. Hier die Waffenteile nehmen wir natürlich mit. Wir haben einen Kältewiderstand von minus 4, das ist natürlich gar nichts. Ne, ich habe kein neues Mikro. Also ich habe schon ein neues Mikro, aber das habe ich jetzt schon ein paar Monate. Das Rode NT-USB. Keine Ahnung, das ist... Ich blicke da schon lange nicht mehr durch bei diesem ganzen Technikgedöns. Das hört sich an manchen Tagen so an, dann an anderen Tagen wieder so. Je nachdem, wer wieder irgendeinen neuen Patch oder sonst irgendwas geupdatet hat. Jenny Kambodscha, ich grüße dich. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Heute ist Muttertag, Leute. Nicht vergessen, na, ruft eure Muttis an. Oder geht vorbei, wenn möglich. Hier ist nichts, nüchte, aber Moment mal, wenn hier so ein Fenster ist, kann man da bestimmt raus, jawohl. Kerntemperaturabfall entdeckt. Hier gibt es nichts mehr. Eine Waffe wäre jetzt langsam mal ein bisschen... Ein bisschen nicht schlecht, ne, um es mal so auszudrücken. Wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf. Okay. Wir sind immer noch... Okay, sieht so aus, als wäre die U-Bahn noch nicht gemacht. Das ist natürlich unser erster Anlaufpunkt. The Subway. Ne, wir gehen hier unten dran. Kerntemperatur ist unter den optimalen Wert gesunken. Bisschen langsamer Start heute. Bin auch noch nicht ganz wach. Aber hey, was soll's. Hm, ja, stimmt, da hatte ich irgendwas gelesen. Dann hat sich das wahrscheinlich beim Reinschauen auch wieder erledigt. Ich habe gestern mal, ich muss zugeben, ich habe gestern mal echt versucht, das zu spielen, aber nach einer halben Stunde habe ich es echt gelassen. Und
Ja, keine Ahnung. Ich habe echt gedacht, komm, gibst du dem Ding mal wieder eine Chance, aber dieses sinnlose hinterher rumgegrinde war echt heftig. Kommandoschoner. Richtig, über die Schule zur Baustelle. Real Teddy, servus, grüß dich. Du hast gestern irgendwas kommentiert, aber habe ich mir noch gedacht, da muss ich ihn darauf ansprechen, wenn er das nächste Mal im Stream ist, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, die Gnade des Alters. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. So, hier ist die Absturzstelle. Die lassen wir mal links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das echte Division, genau. Einmal um den Platz rumgerannt. Nee, das hole ich mir nicht. Ich habe mir das angeschaut, das Breakpoint, und das gefällt mir gar nicht. Das ist schon wieder so ein... Ich weiß nicht, was sie da wieder versuchen. Da versuchen sie jetzt Ghost Recon und The Division irgendwie miteinander zu paaren. Und das sagt mir mal überhaupt nicht zu. Da spiele ich lieber Wildlands weiter. Ich habe mir jetzt eh gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, irgendwas hast du kommentiert. Hier vorne ist irgendwo der Eingang. Haben wir? Ja, haben wir. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was ich über Ghost Recon sagen wollte. Ist egal. So. Der Cleaner ist unten in die Brandfalle getappt. Das hat man gerade sehr schön gehört. Ja, da schreit er. Das sind sogar beide, glaube ich. Eins. Kommt der andere. Zwei Agenten verbleiben. Ich gehe kaputt. Das könnte eine ruhige Runde werden. Ich habe sie schon gehört, die sind da, die kommen da hoch. Wir sind auf der falschen Seite. Ich muss auf die andere Seite. Ja, Generation Zero auf alle Fälle. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich habe mir eh gesagt, also dieses Jahr hole ich mir wahrscheinlich keine neuen Games mehr. Mir reicht's echt. Ich gebe so viel Kohle für Games aus, die dann am Ende sich als unwürdig erweisen. Weil ich einfach immer auf diesen verdammten... Hey, da ist der andere, der Wollert, wird gerade wiederbelebt. Wenn wir Glück haben, kippt er auch gleich aus dem Latschen, dann sind wir ganz allein. Ja, das wird eine Ü-Runde, das ist richtig. Ja, ich gebe halt viel zu viel Geld aus für die Games. Und spiele sie dann nicht. Wollert hat Überleben verlassen. Da-da-da-da. Wir sind nicht mal an der U-Bahn. Also wir brauchen uns jetzt hier echt keinen Stress machen. Ne? Also es kann uns keiner mehr irgendwas wegnehmen hier. Das könnte eine interessante Runde werden. Jetzt holen wir uns erstmal eine Waffe. Was war hier? Werkzeug. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Kein Stress. Bitte jetzt ein M60 oder irgendwas. Ah, verbesserte PP19 ist auch nicht ohne. Die legen wir doch gleich mal an. PP19 mag ich. Die Bison. Ja, das mit dem Vorbestellen, das mache ich auch nicht mehr. Vor allem, das sind ja Summen, das sind ja keine Relationen mehr, Leute. Also, na, wenn ich dann denke, für Division 2, 110 Euro, hallo. Also, dicke habe ich es mit der Kohle dann auch nicht mehr. Und es lohnt sich auch nicht, wie man gesehen hat. Ja, ich meine, wenn ich denke, mit Division 1 jetzt hier, da bin ich ja sehr, sehr spät erst drauf gekommen, da habe ich, glaube ich, 25 Euro gezahlt in irgendeinem Sale nach 2 Jahren oder so. Also muss ich erstmal was trinken, Leute, meine Stimme macht hier irgendwie gerade... Scheiße! Naja, unverhofft kommt oft. Und ja, das war, glaube ich, die beste Spieleinvestition, die ich jemals gemacht habe. Jetzt ist nur noch er übrig, da kommt er auch schon.
Komm, schieß mit deiner Schrotflinte. Entschuldigung, jetzt muss ich mich aber echt räuspern, sonst hätte ich mich ja bald angehört wie Mario Adorf. Ja genau, so war es bei mir auch. Ich bin mit 1,8 eingestiegen, irgendwann im Herbst 2017. Und das habe ich auf alle Fälle niemals bereut, weil das war, ja, war einfach nur das beste Spiel, glaube ich, was ich jemals gekauft habe. Rein persönlich Meinung natürlich, ne? Nicht, dass hier gleich wieder zugebombt wird mit irgendwelchen Hate-Kommentaren. So, hier waren wir hier drin? Ne, waren wir natürlich nicht. So, auch wenn wir allein sind, rumtrödeln ist nicht, weil wir haben ja ein Ziel vor Augen. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, dass vor uns einer in die Dark Zone kommt, das ist doch schon mal was, ne? Das ist doch schon mal was. So, dann schauen wir mal, was wir da alles hier erbeutet haben. MK46 ist zwar grün, aber das in der Not und so weiter, ne? Wir sehen die Werte überhaupt aus 1,7. Oh, Ausdauer ist mal ganz mies. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, jetzt am Anfang ist es noch nicht so dramatisch. Chris, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. So, Klamotten hatten wir auch noch was. Immunreaktion entdeckt. Infektion steht bevor. Arbeitsstiefel. Was haben wir hier bei den Hemden? Da haben wir nichts Besseres. Minus 9 Grad. Okay. Trinken will er was? Das ist kein Problem. So, und jetzt raus hier. Infektionsausbreitung gestoppt. Elektronik. Ja, wir dürfen jetzt mittlerweile schon so viel Zeug haben, dass wir oben im Safehouse anfangen können, uns alles zu craften. Geschütz geht, glaube ich, noch nicht da oben, aber das sehen wir gleich. Nehmen auf alle Fälle noch alles mit, was hier oben rumliegt. Klarer Fall. Körpertemperatur sinkt unter den normalen Wert. Genau, und der nächste Stop ist die Schule. Beziehungsweise das Safehouse vor der Schule. Werden wir mal sehen, wie das hier noch läuft. Jukris, schönen guten Morgen. Wegen Filter, ja, ja genau. Thorsten. Du hast das schon alles verinnerlicht. Sehr gut. Weiter so. Aber falls du dich jemals in der Runde mit mir findest, dann bitte Suizid begehen. Ja. Nicht, dass du dir dann als Staubsauger noch Konkurrenz machst. Späßle. Ein bisschen Spaß muss sein. So, dann gehen wir mal hier rein. Süchtig nach Überleben, ja. Betreten eines sicheren Bereichs. So, los geht er. Der Peter. Den einfachen. Marzipan, Moinsen. Ja, da haben wir genug Zeug. Da haben wir erstmal genug Zeug. Ja, locker. Die Filter sind schon mal drin, das ist mal das Wichtigste jetzt. Dann machen wir uns noch erweitertes Magazin. Gell? Können wir nicht? Warum nicht? Ja, grünes Werkzeug, das ist natürlich jetzt blöde. Das ist blöde, aber fangen wir mal hiermit an. Nee, Quatsch. Filter. Und die zusätzliche Erste-Hilfe-Tasche sollten wir vielleicht auch gleich machen. Überleben ist eine feine Sache, das ist richtig. Warnung.
So. Vitalzeichen legen mögliche Infektionen nahe. Das ist ein bisschen blöd, das mit dem Magazin, weil ich weiß nicht, ob wir das erweiterte Magazin weiter oben auch nochmal machen können. Ne, machen wir es mal anders. Was brauchen wir denn? Wir brauchen noch ein Werkzeug. Ja, hilft nichts, kriegen wir es so nicht zusammen, ne? Okay. Schade, schade, schade. Ich glaube, vielleicht haben wir Glück und es geht im nächsten Safehouse noch zum Craften. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das MK46 zerlege, aber das hätte mir kein Werkzeug gebracht, glaube ich. Körpertemperaturabfall entdeckt. So, Lebenserwartung 59 Minuten 35 Sekunden. Das heißt, wir gehen jetzt hier... Na ja, doch, wir gehen rechts rein. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Klamotten. Wir haben immer noch minus 9 Grad. Das ist ja, bei uns schifft es auch wie die Sau, aber das ist... Ich finde das okay. Zum Zocken ist es okay. Mit dem Hund rausgehen ist natürlich ein bisschen, aber gute Klamotten und ein Schirm. Und wenn du Glück hast, hat der Hund auch nicht so viel Bock bei dem Wetter irgendwie großartig da stundenlange Runden zu drehen. So, was wir jetzt auf alle Fälle machen, ist mal hier den Marker wegnehmen. Ich sagte den Marker wegnehmen, danke. Ist das grünes Werkzeug? Grünes Werkzeug. Ja, jetzt stehen wir natürlich da, ne? Komm. Weil ich nicht weiß, ob wir das erweiterte Magazin im nächsten Safehouse machen können. Wir testen es einfach aus, dann wissen wir es fürs nächste Mal. Bevor wir jetzt da wieder zurücklatschen. Noch eine Splittergranate abgegriffen, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist republikweit gerade das Dreckwetter. Ist ja auch egal, ist ja Mai. Körpertemperatur ja. Sinkt. Da kannst du schon mal Temperaturen wie im Oktober haben. Mein Hund ist ein harter Hund. Knüppelhart geht der durchs Wetter. Der geht nur raus, wenn's... Wenn Orkanstärken sind, so hart ist der. So. Jetzt Spannung steigt. Wie schaut's aus mit dem erweiterten Magazin? Okay, das ist sehr gut. Und wisst ihr was? Da machen wir gleich mal zwei, oder? Nee, lohnt sich nicht. Wir brauchen nur eins für das MG. Ansonsten brauchen wir hier gar nichts. So. Das erweiterte Magazin nehmen wir natürlich mit. Bis zum Schluss. Okay, dann. Auf geht's. Schule, wir kommen. Wir gehen hier raus. Alarm, Infektionsausbruch. Markus, moinsen. Kerntemperaturabfall intakt. Mit einem anderen Werkzeug. Bescheuert ist er nämlich auch noch. Ja, das ist natürlich bitter. Aber naja. So, da hinten haben wir einen Baseballschlägertyp. Den hier sprengen wir gleich mal an. Wo ist er? Wo kommt er rüber? Da kommt er. So, die anderen zwei da rechts scheinen noch nicht nah genug zu sein. SVD falsche Mega, sehr schön. Arbeitsstiefel grau, die brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir schon welche an. Heute scheint der Tag der Westen zu sein. Ich habe deinen Glückwunsch zum Muttertag nicht überlesen. Bloß jeder, der hier reinkommt, gratuliert zum Muttertag. Ich habe auch schon... darauf hingewiesen, dass heute Muttertag ist.
Und wenn ich jedes Mal, wenn hier einer neu dazukommt und Muttertagswünsche austeilt, dann darauf reagiere, dann wird es ein bisschen umständlich sein. Aber heute ist Muttertag. Ja, außerdem bin ich ja keine Mutter. Von daher gehen die Wünsche ja nicht an mich. Die Glückwünsche. Kaki-Hose braun brauchen wir auch nicht. Wärmen wir uns ein bisschen auf. Naja, hier muss natürlich ja, auch auf das Game achten mit einem Auge, Freunde. Das nicht vergessen, ne? So, die Infektion. Zack, bekämpfen wir mal hiermit. Da haben wir alles. Wir sind ja, also medizintechnisch sind wir ja schon mal genauso ausgerüstet, wie wir es brauchen, um in die Dark Zone zu gehen. Wo sind die zwei Typen hier? Amboss räumt auf. Level 86 brauchen wir nicht. Kurz nochmal aufwärmen. Na, schauen wir mal, ob es eine Ushanka gibt. Das Beanie ist schon mal nicht schlecht. Körpertemperatur sinkt. Hier sind noch Waffenteile. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, für alle neu dazugekommenen, Mogwai, Servus, guten Morgen. Ich bin komplett allein in der Runde. Es waren irgendwie am Anfang nur drei und davon haben sich zwei innerhalb der ersten fünf Minuten gleich selbst getötet anscheinend. Oder wurden getötet. Und deswegen bin ich hier komplett allein. Allein, allein. Kann schalten und walten, wie ich will. Wenn ich nicht wieder irgendeinen leichtsinnigen Blödsinn mache, könnte das eine gute Runde werden. Eine Vorzeigerunde. Ja, das ist eine gute Frage mit dem Generation Zero. Das muss ich jetzt auch mal machen. Die Woche ging es mir echt so dermaßen scheiße, dass ich gar keine Kraft und gar keinen Bock auch hatte zum Streamen, muss ich ehrlich sagen. Safe House brauchen wir eigentlich gar nicht rein. Nö, brauchen wir nicht. Kerntemperatur ist unter den optimalen Wert gesunken. Aber schauen wir mal, vielleicht machen wir heute Abend noch einen Generation Zero Stream. Das wäre eigentlich eine gute Maßnahme. So, dann sammeln wir hier ein, während der andere noch außen rumläuft. Ja, das ist wirklich ein gutes Spiel. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Honk. Schießt immer noch in die andere Richtung. So, das sammeln wir alles schön ein. Wir haben jetzt hier keinen Stress. Wir können alles ganz gechillt angehen. Die Welt ist echt riesig. Also, ich schaue ja auch den Stream beim Voucher an und der hat jetzt seit 6 Wochen spielt er das, nicht Stream, sondern sein Let's Play. Und er hat irgendwie 50 Folgen schon und hat noch nicht mal die Hälfte der Map. Also, bruchstückweise gesehen. Die ist wirklich riesig. Warner, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. So, Kommandoschoner, los geht's. Ja, über das Breakpoint haben wir es vorhin schon gehabt, aber das ist ein Spiel, das werde ich mir nicht holen. Ich das fand den Stream jetzt nicht so rasend. Baseballmütze. Ne? Wird ja immer schlechter hier. Der Schulrun, ja. Der Schulrun. Immer gleich. Ja. LVOAC. Spiele ich sogar fast lieber auch in der Open World als das M4 leicht mittlerweile. So, was ist denn jetzt hier? Lebenserwartung. Stabil, stabil. 36 Sekunden, aber so lange bleiben wir jetzt hier nicht stehen. Wir haben genug Medikamente. Da kommen auch noch genug. Das heißt, die werden wir liegen lassen.
Nee, Borderlands kommt bei mir auch nicht in die Tüte. Das hat mich noch nie gereizt. Ich mag diese Grafik nicht. Das ist nichts für mich. Außerdem, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, also ich habe mir jetzt echt vorgenommen, dieses Jahr, wenn es geht, keine neuen Games mehr zu kaufen, weil es ist einfach viel zu viel Kohle. Infektion steht bevor. So, jetzt haben wir hier noch Ausrüstung. Scheint mir auch voll zu sein. Alles voll. Ist ja klar. Wenn man da alleine ist, ne, dann... Freizeitjacke blau brauchen wir auch nicht. Jo, dann gehen wir mal aufs Dach, holen den letzten Waffenbehälter. Und dann gehen wir zum Safehouse vor der Baustelle. Und dann gehen wir auch so schnell wie möglich in die Dark Zone. Körpertemperatur sinkt unter den normalen Wert. Nee, Cobra, du hast nichts verpasst. Ah, jetzt hat. Da sind wir doch richtig. Jetzt sind wir richtig. Das ist Parataktik sogar. Sehr schön. Da hauen wir gleich das erweiterte Magazin rein. Ja. Zack. So, den Rest können wir gleich schreddern. Bis auf die Fallschirmjäger. Also auch, dann machen wir es so. Dann kommt die PP19 weg. Genau. Ist eigentlich schade, weil die PP19 ist wirklich gut, aber... Tja. Was haben wir hier? Auch weg. Wir müssen Ausdauer, müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ja, wie gesagt, dieses Breakpoint, für mich hört sich das so an, als hätten sie jetzt versucht, hier Ghost Recon und The Division irgendwie miteinander zu verpaaren. Ist okay, ja, wer es mag, kann sich's holen. Bei mir wird es nicht geholt. Wenn überhaupt, dann irgendwann im nächsten Jahr für einen 30er oder so. Entschuldigung. So, weiter geht's. Wir haben noch 56 Minuten, das sieht sehr gut aus. Wie ich gerade überlegen, nein, wir müssen in das Safe House, denn wir brauchen noch ein Geschütz. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Parataktik ist mit Sicherheit besser als das M60. Also würde ich jedem M60, außer dem Schwarzmarkt M60 natürlich in der Dark Zone dann später, das Goldene. Wobei, wenn es in der Dark Zone das Parataktik zum Craften geben würde, dann würde ich es machen. Max, guten Morgen auch dir. Das Parataktik gibt es am Safehouse in der Nähe des Postamts zum Craften. Das war bisher das einzigste Safehouse, wo ich gesehen habe, dass man das Parataktik craften kann. So, minus 12 Grad. Das heißt, wir brauchen hier unten gar nicht reingehen. Wir gehen einfach weiter. Körpertemperaturabfall entdeckt. Muss man ausnutzen. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, diese Platin-Geschichten. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der musste alles auf Platin haben. Der hat The Witcher 3 auf Platin und was weiß ich. Und da habe ich mir auch gedacht, Alter. Ich meine, bin ja froh, dass es auf dem PC sowas nicht gibt. Wobei mir das auch zu, das wäre mir echt zu stressig. Also gerade wenn ich an Witcher 3 denke. Nee, echt nicht. Geiles Spiel, sollte ich auch mal wieder zocken. Aber mir da einen abrödeln, dass ich alle Errungenschaften und so kriege. Boah.
Katharina, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. So. Shimak. Mann, ey. Es ist tatsächlich... Ne. Der Westentag. Wir müssen auf alle Fälle an den Werten was machen, bevor wir in die Dark Zone gehen, weil das so geht's nicht. Hier wollen wir auch nicht rein. Ja, danke, ja, das ist Survival. Survival ist einfach was Besonderes. Ja, ich bin irgendwie, mein Kanal ist irgendwie über Survival irgendwie auch nur entstanden. Also von daher, dass da ich mit der Division 2 ja irgendwie schon wieder abgelegt habe. Und ich meine, man sieht, wir haben hier fast 50 Zuschauer an einem Sonntagmorgen. Ich denke, da ist schon noch Interesse dran. So, die zwei machen wir mal weg. Alles plündern. Kaffee. Nee, ich habe hier noch einen Tee stehen. Ich habe hier noch einen Tee. Von dem sollte ich auch mal einen Schluck nehmen. Tee mit Honig, Freunde. Hm. Das ist was für den harten Survival-Spieler. So, dann begrüßen wir mal unsere zwei Riker-Freunde. Die kommen gar nicht dazu, irgendwas an Gegenwehr zu leisten. Hm. Mhm. So, hier machen wir jetzt ein schnelles Geschütz. Noch irgendwas? Ein Rucksack machen wir. Das ist natürlich auch wieder Elektronik. Egal. Weste, Hammer, Maske. Handschuhe haben wir blau, Knieschoner haben wir blau, Holster haben wir blau. Ja. Sonst noch irgendwas? Denk nach. Klamottentechnisch? Nö. Nö. Das macht mir Sorgen hier. Das macht mir Sorgen. Jetzt für die Baustelle ist es kein Problem, weil da kann man taktisch vorgehen, aber für den weiteren Verlauf müssen wir dran arbeiten. Müssen wir dran arbeiten. Marzipan, hau rein. Also Katharina, die meisten, die hier im Stream sind, also die meisten, die sich hier auch äußern und so, die sind mit Division 1 Zocker größtenteils. Zocken wir noch ein paar das andere Spiel. Ich nenne es jetzt nur noch das andere Spiel seit längerer Zeit. Aber hauptsächlich sind wir über The Division und Survival zusammen als Community gekommen. Infektionsausbreitung gestoppt. So, dann schauen wir mal. Da unten sind sie. Die laufen von mir weg, das ist sehr gut. Dann gehen wir erstmal oben clearen. Was haben wir denn an Granaten? Brandgranate könnten wir hier einsetzen. Ja, wir nehmen die Frags, wenn wir schon drei Stück haben. Brandgranate können wir vielleicht später einsetzen. Gegen die LMBler kurz vor der Dark Zone. Habe ich die jetzt alle erwischt, oder? Sieht fast so aus.
Lol, der andere hängt, über der Fensterbank. Das hätte auch keine Brandgranate besser machen können. Verbessertes G36. So, die unten können wir erstmal getrost ignorieren. Die holen wir uns beim Rauslaufen. Tandro, guten Morgen. Warnung, Immunreaktion entdeckt. Infektion steht. Und nochmal an alle natürlich einen schönen Muttertag. Und vergesst nicht, euren Müttern dasselbe zu wünschen heute. Ja, das war echt sauber. Also das hat mich jetzt echt überrascht. Aber die standen alle sehr günstig. Die standen alle günstig. Vorläufig gestoppt. Die sind alle da hinten irgendwo unterwegs. Holen wir hier noch das Werkzeug. Wenn wir schon mal da sind, dann holen wir auch alles. Körpertemperatur sinkt. So, damit wir uns da leichter tun. Ah, ist im Cooldown, okay. Ich sehe im Cooldown. Ja. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich schreibe das mal da rein in den Streamtitel. Weil, um ehrlich zu sein, ne, ich habe es auch erst wieder gemerkt, als ich heute Morgen den Rechner hochgefahren habe und dann bei Google irgendwie wieder so ein komisches Titelbild war. Und ich denke, hä, was ist das denn? Gehe mit der Maus drüber und dann so, Muttertag. Ups. Danke, Google. Spielst du auch das Spiel? Welches Spiel? Das andere Spiel. Also The Division 2. Nein, spiele ich nicht. Nicht mehr. Ich schaue vielleicht nächste Woche mal wieder rein nach dem Update oder so, ob sich da was getan hat. Aber ja. Aber das The Division, also jetzt quasi hier, das, wie nennt man es ja? Kampagne etc., die Einsätze und Missions und so weiter spiele ich schon. Jetzt nicht so exzessiv wie Survival, aber ab und zu gebe ich mir schon mal so eine legendäre Mission oder einen Übergriff. So ist es nicht. Der Ü ist durch mich auf Survival gekommen. Was erzählst du da schon wieder, Jukris? So ein Blödsinn. Koffer sind gepackt und Dienstag geht's los für 36 Wochen nach Hawaii. 36 Wochen, okay. Alle sind sie jetzt auf einmal negativ. Alter, ich habe mir gestern, hat Marco Style ein neues Video veröffentlicht und Marco Style war ja wirklich, also für mich war Marco Style einer, der sich so mit The Division beschäftigt hat. Abartig. Und erstmal gucken, was wir jetzt hier alles haben. Der hat gestern also mehr oder weniger gesagt, ja, das war's dann mit dem Kanal und mit Division. Also der Kanal bleibt schon noch, aber Division wird halt nicht mehr so das Hauptding von seinem Kanal sein. Und ich habe mir das schon fast gedacht, weil er echt im letzten Monat kein einziges The Division Video veröffentlicht hat. Das haben wir. Das haben wir. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Ja, die werden es auch rumreißen, also das, aber das wird halt wieder ewig dauern und so lange habe ich echt keinen Bock auf das Game, wirklich nicht. Wie gesagt, ich habe es gestern mal eine halbe Stunde wieder angeschmissen und das hat mich sowas von abgeturnt. Deswegen lassen wir das. Ja, Scum habe ich auch schon gespielt, das habe ich aber dann nach, keine Ahnung, 20 Stunden oder so habe ich es dann sein gelassen, weil das ist einfach too much. Ja, also das ist ja, das hat ja schon mit Survival nichts mehr zu tun, das ist ja schon ein Lebensfunktionsüberwachungssimulator. Ja, also, man kann es auch übertreiben.
Und Daisy, ehrlich, also ich war ein riesen, wirklich ein riesen Fan vom Daisy Mod für Arma 2. Ich habe da auch ewig rumgemacht, habe zu meinen Hochzeiten habe ich 4 eigene Daisy Server gehabt und war da richtig gut mit dabei, auch beim Modden. Und dann habe ich mich extrem, das ist vergleichbar mit The Division jetzt, extrem auf die Standalone gefreut. Ich habe echt gedacht, ja, yeah, das wird richtig geil. Und dann macht dieser Vollhonk von Dean Hall so eine Scheiße draus. Das ist ja auch nur ein Bug-Simulator, sonst nichts. Deswegen spiele ich das auch. Ich habe, glaube, keine Ahnung, 50 Stunden auf dem Spiel und das war's. So, jetzt sind wir natürlich so weit, dass wir hier fast gezwungen sind, den behalten wir mal, den Schoner. Dann sehen wir schon, ob wir dann im Safehouse was craften können. Ja, Scum ist im Endeffekt auch nichts anderes wie du spawnst halt auf irgendeiner Insel ohne alles und musst dich dann durchkämpfen und hast dann auch so komische Maschinen als Gegner. Wir gehen nochmal hoch aufs Dach, weil da gibt es noch eine Waffe und Klamotten. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. War klar, dass er hier oben sein muss, ne? Warnung. Infektion entdeckt. Jetzt geht der Spaß los. Was man jetzt auch schön sieht, ist, dass die Medikamente schon mal nicht mehr allzu lange anhalten. Von der Wirkung her, wo will er denn hin? Hallo. Lederjacke blau, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber egal. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Okay, Elektronikwerte scheinen in Ordnung zu sein. Ja, man hört auch von dem Game nichts mehr. Also Scum, das wurde irgendwie echt auch fett gehypt und so. Und dann aber irgendwann ist das auch in der Versenkung verschwunden. Ich hatte das Spiel auch ganz vergessen. Letztes Mal so durch die Steam-Bibliothek gescrollt und dann... Ah, Scum, ja klar, da war doch mal was. So, jetzt holen wir hier noch die Ausrüstung und dann müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen. Aber dadurch, dass... Da bist du. Ich habe schon gewartet. Hm. Arma 3. Ja und nein. Ich wollte eigentlich letzten irgendwann vor ein paar Tagen wollte ich, also die Woche wollte ich den zweiten Teil dieser Global Mobilization Kampagne quasi spielen und hochladen. Und dann war das aber so verbuggt, dass ich... Das war ganz seltsam. Also im ersten Teil hört es ja auf in dem Dorf. Und der nächste Teil ist eine Panzerkampagne. Man muss dann quasi als Panzerkommandant 4 Panzer, Leopardpanzer kommandieren. Und auch irgendwie einen Angriff von Infanterie decken und so. Auf alle Fälle hat mich das Spiel irgendwie vom Spielstand her, vom Speicherstand zurückgeworfen an den Anfang der Infanteriekampagne. Also quasi aus dem ersten Video. Aber alle Leute waren Besatzungsmitglieder von einem Panzer. Also quasi, wir hatten alle diesen Panzer-Overall an und jeder hatte nur eine Uzi. Und das war ein bisschen stressig, weil mit der Uzi 2 Dörfer befreien war interessant. Und ich habe es dann aber wieder hingekriegt, zumindest mal den ersten Teil wieder zu spielen. Und jetzt muss ich halt schauen dann, wann ich den zweiten Teil zocke und hochlade. Weil gleichzeitig bin ich eigentlich dabei, mir einen Arma 3 Server wieder einzurichten. Weil ich schon gesehen habe, dass es ein Domination-Mod gibt für dieses Global Mobilization. Und da muss ich aber erst wieder reinkommen, weil ich habe gemerkt, dass ich habe jetzt 3 Jahre lang oder 2 Jahre lang nichts mehr gemacht in dem Sektor. Und ich habe echt viel vergessen. Beziehungsweise ist das irgendwo in der Versenkung verschwunden. Und das muss ich erst wieder reaktivieren, dieses Wissen. Aber ich bin da dran. Dominik, grüß dich. Das ist PC, ja. Katrin. So, jetzt aber. Die Reimanns.
Warnung. Immunreaktion entdeckt. Falls der kleine Hunger kommt. Bevor. So. Jetzt gehen wir mal hier oben rein. Mit überlegenen Drops sieht es ja ein bisschen mau aus. Naja, sogar hier ist keiner drin. Wer sind die Reimanns? Na, da hast du nichts verpasst, wenn du die nicht kennst, wirklich. Da hast du nichts verpasst. Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. Okay. Check. Kommandopaket. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich meine, Elektronik brauchen wir jetzt nicht so viel. Ausdauer ist jetzt erstmal wichtiger. Handschuhe. Gut, jetzt übertreiben wir es ein bisschen mit der Ausdauer. Wobei... Schauen wir mal, vielleicht können wir da irgendwie was... Elektronik? Nee. Brauchen wir nicht, aber wir hatten da... bei dem Schoner war noch irgendwas, aber das wäre jetzt auch 1,8. Dafür sind wir da zu wenig. Nee, den tun wir weg. Ich glaube, das ist ganz okay. 1,5, 1,5, 8. Okay. Schauen wir mal hier kurz rein. Da war nichts Besseres. Jacke. Jacke wie Hose, auch nichts Besseres. Schimak, nein. Ich drücke da immer nur drauf wegen diesem komischen Ausrufezeichen, weil die nerven mich. So, deutsche Auswanderer, ja genau. Damals als Kelly. Ja, genau. Das war ich, ja. Ja, Kellys Kanal. Vitalzeichen legen mögliche Infektionen nahe. Die Medikamente wirken jetzt wirklich nur noch ganz, ganz kurz. Wechseln wir mal alles um erstmal. Dass wir da mal sehen, ob wir da nicht noch irgendwas craften können, was uns ein bisschen aufpusht. Okay, schauen wir mal bei den Klamotten rein. Militärhose, Steppjacke, das sind jetzt nicht wirklich Halstuch. Den taktischen Hoodie. Wanderstiefel. Der Rolli. Ist halt jetzt die Frage. Also ein lilanes M60. Ja, komm. Oh, hier gibt es auch M249 Parataktik. Also habe ich vorhin einen Scheiß erzählt. Die Dragunov behalten wir, erweitertes Magazin Hammer. Dann machen wir noch ein Holovisier. Ja, es ist im Prinzip egal, auf welcher Plattform man zockt, bloß ist es halt so, dass man nicht zusammen zocken kann, ne? Das ist das Problem. Mündungsfeuerbremse machen wir auch noch, komm. Dann noch ein Griff. Vertikaler Griff, Reichweite, Lasergrün, angewinkelter Griff, Rot. Beliebiger Bonus. Ja, komm. Ich mag normal diese Laserpointer-Dinger nicht, die irritieren mich immer beim Zielen. Komischerweise, obwohl sie ja eigentlich das Zielen erleichtern sollten, aber hey. Mods, Leistungsausdauer. Naja. Wir gehen einfach rein, dann sehen wir schon, oder? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Erweitert. Lasergrün, Mündungsfeuerbremse und Holovisier. Ja, ich glaube, das wird schon. Das wird schon. Schusswaffen 1,5, Ausdauer 1,5, Elektronik. Komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich mehr PlayStation-Zuschauer habe oder Xbox oder PC. Keine Ahnung. Also ab und zu sieht man es natürlich, wenn sich die Leute im Chat unterhalten, aber wie jetzt da die Verteilung genau ist, keine Ahnung. Spielt ja für mich letztlich auch keine Rolle. So.
machen es mal wieder spannend. Okay. Sonst noch jemand ohne Fahrkarte? Nö. Okay. Mal schauen, was er gedroppt hat. Der erste überlegene Drop. Und schnell Angriffsholster. Den werden wir wahrscheinlich gleich mal anlegen. Ja, Holster, klar. Das sieht doch mal gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Hat sich also schon gelohnt, hier lang zu gehen. So, ich denke mal, dass wir der Erste sind, der in die Dark Zone kommt. Ein Agent hat die Dark Zone betreten. Erreicht. Jetzt hat. Irgendwie ist es schon ein bisschen spooky, wenn man sich so überlegt, dass man jetzt komplett alleine ist. So, die zwei sind da hinten. Das ist eigentlich eine recht gute Position, um sie wegzumachen. Hätte man nicht machen müssen, aber manchmal droppen die was Überlegenes. Von daher... Ja, es ist richtig, das ist halt der Riesennachteil vom PC, dieses Technikgedöns. Aber naja. So, jetzt können wir natürlich in aller Ruhe unseren Division Take Run machen. Minuten haben wir noch. Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. Perfekt. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. So, wir müssen gleich mal die erste Division Tech hier. Okay, wenn das alles so funktioniert, sprengen wir die jetzt alle in die Luft. So, dann gleich mal hier in Deckung. Geschütz raus. Der erste kommt hier. Na, der macht das Geschütz platt. Geschütz ungünstig aufgestellt. Einsammeln, was sie da haben fallen lassen. Infektion entdeckt. Und das waren die ersten zwei Division Tags. Weg mit dem Geschütz. So, dann schauen wir mal kurz, wie lange. Boah, vorläufig gestoppt. Weniger als eine Minute Wirkzeit noch für die Medikamente. Das ist halt der Nachteil, ne? Also wenn man jetzt hier nicht gleich in die Dark Zone rusht, dann muss man halt damit leben, dass die Medikamente nicht mehr allzu lange vorhalten. Da, wo sind die drei? Da sind sie. Aber ich hab's lieber so als andersrum. Ring of Fire. Ja, genau. Das war schlau. Das war richtig schlau. Das war schlau. Wo laufe ich eigentlich hin?
wegen dem Müsli-Riegel mich selber in Brand gesteckt. Aber hey, was soll's. Schon wieder kompensiert. Warnung, Immunreaktion entdeckt. Infektion steht bevor. 50 Minuten, das reicht dicke. Es würde sogar reichen, wenn ich überhaupt keine Medikamente mehr nehmen würde. Aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Wo sind die drei Axtmörder? Die laufen da hinten rum. Nächste Division Tag ist unsere. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt aufmache. Ich wusste, es ist eine Dose drin und ich bin voll. So, weiter geht's. So, Virostatika ist auch gleich hier vorne. Das ist natürlich Knorke. Der Idealfall. Da hinten rum. Besteht erstmal keine Gefahr. Du bist dann der Share. Mhm. Dann sing mal was, Share. Lol. So, Waffenteile, Medikamente, alles mitnehmen. Wir können aus dem Vollen schöpfen, Freunde. So, erstmal nachladen. Schluck Tee. Was hat er gehabt? Hunger hat er gehabt, ne? So. Dann ist ja gut, Chef. Schauen wir mal, wie die stehen. Vielleicht können wir uns hereinschleichen. Sieht aus, als wäre es im Zelt, oder? Das sieht aus, als wäre es im Zelt. Vitalzeichen legen mögliche Infektionen nahe. Ist es auch? Okay. Sprengen wir sie in die Luft. Infektion vorläufig gestoppt. Ich hab was gehört. Ja, hier, hallo. Zack. Okay. Jetzt mischen die sich da auch noch ein. Aber das macht nichts, der ist abgelenkt. Ihre Statiker, her damit. Einzig, was nicht passieren darf, ist, dass die Goldenen da... aggressiv werden unter der Tankstelle. Ich glaube, dass die LMBler sich da mit rein... Ja, da sind sie. Waffenmod. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. So, ihr zwei, euch haben jetzt auch versorgt. Haben die Virostatiker mitgenommen? Ja, ne? Ja. Okay, den machen wir jetzt noch weg, weil
Der hat die unangenehme Eigenschaft, dass er... Genau das wollte ich vermeiden. Ja klar. Ah, das sind die drei, das ist okay. Die ziehen wir jetzt ein Stück weg. Wie gesagt, ich will vermeiden, in die Tankstelle zu schießen. Hinter mir sind die zwei Rikers, ich höre sie schon. Die machen wir jetzt auch weg, wenn sie eh schon in Reichweite sind. Da sind sie. Na komm. Okay, das war jetzt alles ein bisschen unübersichtlich, aber passt schon. Die waren eigentlich erst im nächsten Schritt dran. Wären im nächsten Schritt dran gewesen. Müsli-Riegel im Cooldown. Der Müsli-Riegel ist im Cooldown. Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. So, die haben wieder wie immer nichts mitbekommen von der ganzen Schießerei. Sehr gut. Dann holen wir jetzt schnell hier unten die Division Tech und die Medikamente. Kurz den Gesundheitsbalken wieder erfüllen. Nächste Medikamente, dann haben wir hier gleich Werkzeug und Division Tech. Ja, das wird wieder so eine Runde, wo es am Ende schön hell wird. Vielleicht kriegen wir noch einen geilen Sonnenaufgang mit. Das ist, ich sag's immer wieder, sind das die besten Runden. Wenn es hell wird am Ende. Licht am Ende des Tunnels quasi. So, also hier wären normalerweise jetzt die zwei Rikers dran, die wir da vorne am Ende der Straße schon erledigt haben. Was wir jetzt haben, sind da vorne, und man sieht sie schon, links zwei Veteranen LMBs, rechts eine Dreiergruppe, die läuft aber weg, die kriegen wir später. Und auf 12 Uhr haben wir zwei Veteranen Plünderer, da vorne sind sie. Und rechts in der Seitengasse sind zwei, genau die, auf die sie jetzt gestoßen sind, sind zwei rote LMBler. Aber die werden jetzt gleich erledigt. Gehen wir mal lieber in Deckung. Okay. Gerade wollte ich sagen, ich weiß gar nicht, ob die zwei LMBler down sind, aber Geschütz hat mir meine Frage beantwortet. Einer war noch am Leben. RPK. Ich gehe kurz hier mal in Deckung. Irgendwas habe ich nämlich schreien hört hinter uns. Ja, meine Längste war auch irgendwie über zwei, aber knapp über zwei. Okay, die haben uns nicht gesehen. Hier brauchen wir eigentlich noch nichts einsammeln, weil wir kommen eh später von der Seite unten wieder hergelaufen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Haben wir nicht. Wir können jetzt eins nehmen. Sicher ist sicher, weil da kommen jetzt schon unsere zwei LMB-Freunde. Die hätte ich gern jetzt hier ausgeschaltet. Einer ist down. Der zweite ist down. Das hat gut geklappt. Geschütz weg, weil das brauchen wir gleich wieder. Spritze.
Da müsste ich jetzt gerade überlegen. Also es gab schon Runden, wo mich die Hunter dann erwischt haben. Aber das war sehr selten. Also am Anfang, klar, als ich mit Survival angefangen habe, da waren die Hunter wirklich meine absoluten Angstgegner. Bis ich so das System hinter den Huntern verstanden habe und wie die sich so geben und so. Und dann bin ich damals, bin ich auch nur in dieses Parkhaus zum Ausfliegen gegangen. Hatte ich irgendwann mal ein Video gesehen, wie einer den da erledigt, im Treppenhaus, sich verbarrikadiert. Und dann so habe ich mich Schritt für Schritt quasi rangearbeitet an die Hunters. Warnung, Vitalzeichen legen mögliche Infektionen nahe. Sind halt alles Erfahrungswerte. Wie man am besten gegen die Hunter vorgeht. Solche Tipps habe ich eigentlich schon. Es gibt von mir so eine fünfteilige, ist schon etwas älter die Playlist, aber da habe ich eigentlich so ein paar Survival-Grundlagen zusammengefasst. Und da ist unter anderem auch eine Episode, wie man die Hunter killt. Beziehungsweise den einen Hunter am Parkhaus. Also wenn man die Hürde dann erstmal hat mit dem einen Hunter, dann sind die anderen auch irgendwann Fallobst. Richtige Ausrüstung, die richtige Waffe und die richtige, ja, Vorgehensweise, und dann sind die Hunter wirklich nicht mehr so schlimm. Also wenn es gegen Einzelne geht oder gegen maximal zwei alleine, ist okay. Wo es ein bisschen hektisch wird, also ich hatte schon epische Schlachten mit, glaube ich, 6 Huntern gleichzeitig, wenn da mehrere Player quasi auftauchen bei der Abholung, dann wird es interessant. Anus Peter Moinsen. Ich nenne dich einfach Alex, bevor ich den langen Namen ausspreche und dann falsch ausspreche. Moinsen Alex. Körpertemperatur sinkt. So. Ich habe da ein Geschütz für euch, bitteschön. Ich so dieses lila Loot sehe, sollten wir vielleicht mal checken, was wir in den letzten zwei Gefechten so erbeutet haben. Da war doch was. Jetzt gar nicht geguckt. Ich finde es immer witzig. Was macht denn der da? Was versucht er denn? Wo laufen sie denn? Jetzt komm her. Mach's denn nicht so schwer. Okay. Mods haben sie gedroppt. Ja. Gibt ja auch keinen Grund, irgendwie hektisch zu werden beim Survival. Will ja nur spielen. So, aber jetzt machen wir das auch mal. Jetzt gucken wir dann auch mal. RPK 74, einmal Militär, einmal Schwarzmarkt. Brauchen wir beides nicht. Kann weg. Ich habe nicht gefrühstückt, merke ich gerade. Vielleicht hat man es gerade gehört. Mein Magen. So, Ausdauermod. Geile Sache. Und was haben wir hier? Erste Hilfe, Verbinden, Heilung nützt uns natürlich relativ wenig. Aber den hier, den Ausdauermod, den nehmen wir natürlich. Widerstand gegen blutende Wunden ist okay. Ist okay. Der Rest wird gleich mal verschreddert. Warnung. Infektionsgrad nimmt zu. Infektionsgrad nimmt zu. Ich merke gerade. Ah, vollständige Infektion. Ich merke gerade, und das ist jetzt echt witzig, weil ich echt, was weiß ich, wie viele Runden Survival schon gezockt habe. Ich merke gerade, dass sich je nach Infektionsgrad auch das Symbol ändert. Zuerst ist es ein so ein Virensymbol, jetzt sind es schon zwei. Und dann bei der, wie heißt die schwere Sepsis, sind es dann schon 3. Lol. Was einem so alles im Laufe der Zeit nicht auffällt und dann erst später auffällt, ist schon witzig.
So, aber wir gehen wieder auf das M60. So, und jetzt kommen wir wieder die Straße hoch, wo ich vorhin gesagt habe, wir kommen eher aus der Richtung wieder hoch. Warnung, Infektion schreitet voran. Der Jukas, ich bin ganz normal. Mhm. Hier ist niemand ganz normal, weil wenn wir alle normal wären, dann wäre es ja langweilig. So, dann mal rein hier, noch ein bisschen looten. Wir liegen gut in der Zeit, glaube ich. Danke, Katharina. Danke. Ich gebe mir auch alle Mühe, aber das liegt auch einfach nur an der Gewöhnung. Es ist halt ein Vorteil und auch gleichzeitig irgendwie ein Nachteil von The Division 1. Wobei das auch im anderen Teil, sage ich jetzt mal, auch nicht viel anders ist. Wenn du es ein paar hundert Mal gezockt hast, die Runde, dann weißt du, wo das Zeug liegt. Du weißt, in welcher Zusammensetzung die AI kommt, von wo sie kommt, ihre Laufwege. Und dann ist es relativ einfach. Es ist einfach nur, man muss sich das Ganze merken. Hier haben wir jetzt irgendwo, da sind sie schon, die drei. Und dann haben wir da weiter vorne viermal LMB. Was haben wir denn an Granaten? So, da laufen wir jetzt mal von hinten her. Na, verschanzen. Und halt immer in Deckung bleiben. Deckung ist ganz wichtig bei Division. Da hat sich auch nichts geändert irgendwie. So, erledigt. Die Schweden-Videos, jetzt sehe ich es erst. Ja, ja, ja. Ich denke mal, dass ich heute Abend oder heute im späteren Nachmittag vielleicht nochmal ein Schweden-Video auflege. Oder ein Stream. Und wir machen es mal jetzt ganz, ganz hart und mähen sie gleich hier nieder. Ich hatte noch gedacht, dass es vielleicht keine so gute Idee war. Aber gut, das ist Fallobst. Also die Roten sind echt Fallobst. Die hätten sie sich auch in der Dark Zone eigentlich sparen können, die Roten. Von Generation Zero, das zocke ich auch gerade. Und das spielt in Schweden in den 80ern. Das ist eine recht abgedrehte Geschichte, also es gefällt mir wirklich gut, das Spiel. Aber ist halt ein richtiger Zeitfresser. Also es ist eine riesige Map und eigentlich musst du echt einen Auftrag nach dem anderen abarbeiten. Missionen machen und so, weil ansonsten das Ganze in der Reihenfolge her nicht richtig passt. Und ja. So. Wie schaut es denn überhaupt hier aus? Wir haben noch 43 Minuten Lebenserwartung, das ist gut. Die Medikamente, das ist die Frage, verschanze ich mich hier drin? Gleich in die Luft sprengen, ne? Das hat gut geklappt. Okay, jetzt muss ich mich aber erstmal zurückziehen. Links haben wir zwei Cleaners in der Gasse. Na, da sind sie schon. Es war klar, dass der nach links wegläuft. Okay. Brauche ein bisschen mehr Platz zwischen mir und den Gegnern. Aus der U-Bahn kommen auch welche hoch. Das ist ja jetzt interessant. Aber ich glaube, die bekriegen sich jetzt gegenseitig. Wisst ihr was? In der Zeit, wo die sich da auf die Mütze geben, holen wir die andere Division Tech. Weil vielleicht haben wir Glück und die machen sich da gegenseitig weg, dann brauchen wir nicht mehr so viel aufräumen. Ich habe nochmal schnell den Chat gecheckt. Also nicht böse sein, wenn ich nicht auf alles reagiere. Manchmal sehe ich es halt nicht.
Cobra, hau rein. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Hier wird nicht mehr geschossen. Scheint recht ruhig geworden zu sein. Aha, okay. Waffen runter. Das ist auf alle Fälle ein Cleaner. Da kommt einer hoch. Combat Engineer. Dem Ingenieur ist nicht zu schwör. Warnung, Infektion schreitet voran. Lol, er war ja witzig. Er war ja wirklich witzig. Voller Inbrunst kam er da angerannt und dann so ein jämmerlicher Auftritt. Okay. Division Tech haben wir hier noch. Aufpassen, auf der Parallelstraße laufen Rikers, aber die sind da beschäftigt. Da kommen wir über die Straße, bevor die uns sehen. Dann suchen wir mal das Parkhaus. Halt, wir haben hier noch Medizin. Dann, ihr wisst es Leute, nächster Halt ist natürlich das Obergeschoss vom Sportladen. Jetzt oben rechts liegt noch Elektronik. Wie machen wir es? Okay, die hole ich so. Die hole ich so. Hier liegt noch Elektronik. Oben auf dem Dach ist noch Elektronik und Waffenteile. Was zu essen, aber da bin ich mir relativ sicher, dass wir es nicht brauchen. Werden wir gleich sehen. Wir nehmen alles mit. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. Ich würde mal behaupten, dass wir richtig gut dann craften können. Wir stehen jetzt kurz vor dem Ende des Division Tech Runs. Wir haben noch 1, 2, 3 Division Tech Container. Oder? Ja. Machen wir mal einen Check. Essen, trinken. Alarm. Infektion vorläufig gestoppt. Wie viel Zeit haben wir? 39 Minuten. Das reicht. Easy. Easy. So, gleich mal einen Scan. Hier unten laufen nämlich gern mal zwei Wikinger, nenne ich sie immer. Okay. Nichts von zu sehen. Die droppen auch gern mal was Lilanes. Wo sind sie? Da sind sie. Sehr schön. Infektionsgrad nimmt zu. Okay, in dem Fall haben sie nichts gedroppt. Wir kommen eh hier lang. Hier vorne sind irgendwo noch zwei Cleaners, aber die scheinen gerade woanders zu sein. Vielleicht ums Eck oder so. So, dann holen wir uns hier oben noch die Division Tech. Die Division Tech am Safe House und am Ende der Straße. Und dann craften wir uns schön alles auf Gold. Dann machen wir die 6 Wahrzeichen und die 3 Hunter. Ja. Entschuldigung. Und dann dürften wir wieder eine recht erfolgreiche, gechillte Survival-Runde hinter uns gebracht haben. Was ich ein bisschen schade finde, fällt mir gerade so ein, ist, dass anscheinend keine Global Events mehr gibt für mit Division 1, also zumindest kommen keine Ankündigungen, nichts. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, okay, ja, wir haben alle Global Events schon durchgelutscht und so, aber ich finde sie trotzdem, nett. So, dann sammeln wir das hier noch ein. Dann gehen wir durch die Gasse. Da haben wir auch wieder zwei Axtmörder. Dann werden wir gleich mal scannen. Da sind sie schon.
Die laufen jetzt gleich nach links weg. Oder auch nicht. Okay, egal. Wahrscheinlich sind die durch irgendwas aufgeschreckt worden vorhin. Wie schaut's da aus? 3 Stück Hammer. Medikamente kriegen wir jetzt gleich hier vorne noch eins. Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. Hier müssen wir aufpassen, kurz warten, bis der Impulsgeber wieder on ist. Oder aber wir riskieren es, schauen kurz ums Eck, da sind sie. Wo ist er hin? Schöne Pirouette. Eine schöne Pirouette hat er gedreht. Holen wir uns hier die Division Tech, da brauche ich gar nicht scannen. Die müssen noch da sein, weil ich der einzigste Player bin. Gut, dann haben wir noch einmal Division Tech. Wenn wir Glück haben, kommen hier gleich die 4 Axtmörder aus dem Wahrzeichen. Die können wir gleich wegmachen, dann kommen die uns später nicht mehr in die Quere. Das werden wir gleich sehen. Da sind sie. Die trigger ich gleich mal an. Okay. Weil die laufen nämlich immer hier von links nach rechts und dann wieder zurück. Und wir fangen ja jetzt dann gleich mit den Wahrzeichen an und gleich hier mit der Virenauslöschungsstelle. Oh, 2 Medikamente, nice. Und da habe ich die lieber schon vorher aus dem Spiel genommen. So, die 2 machen wir auch kaputt. Dann haben wir normalerweise hier rechts noch einen Veteranen-Cleaner, den hätte ich auch gern weggemacht, aber naja, der läuft dann schon halb den Weg. Ja, Global Events sind einfach nur episch, gerade so mit den Masken und den Outfits und so. Also ich fand, das war wirklich eine coole Sache. Ob die Raids im zweiten Teil so werden, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na, wo ist er denn? Okay, egal. Also, wir haben jetzt alles, was wir an Global Event, hätte ich schon fast gesagt, Division Tech brauchen, haben wir eingesammelt. Wir craften uns jetzt alles schön auf Gold. Same procedure as every round. So, wir müssten jetzt eigentlich so roundabout 22, 23 Division Tech haben. Sind sogar 25. Perfekt. Perfekt. Okay, dann machen wir erstmal die Signalpistole, dann ist das aus dem Weg. Bergung, nötige Signalpistole jetzt gefunden. Dann alles umwandeln. Blau dürfen wir gar nichts mehr haben. Ist okay. Das wird sehr gut. Das dauert jetzt halt eine Weile, aber die Zeit haben wir. Kann uns ja keiner was wegnehmen da draußen. Also es, eine Runde mit vielen Leuten ist jetzt natürlich hier ein bisschen der Zeitfaktor kritisch, weil die anderen ja in der Zeit schon anfangen könnten, uns die Wahrzeichen wegzufarmen. Okay, also, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal ein M60 E6 Schwarzmarkt. Das ist okay. Die Dragunov ersetzen wir die jetzt. Machen wir erstmal Step by Step. Magazin brauchen wir keins. Dann nehmen wir das erweiterte Magazin vom Anfang. Was wir brauchen, ist das robuste Mini-Reflex. Dann nehmen wir die laute Mündungsbremse natürlich. Dann den robusten Griff Rot, klein.
Ne, kleiner Griff rot, so rum, robuster Griff. Ja, alles durcheinander gebracht. M60 wäre damit fertig. Dann kommen wir zu der Ausrüstung. Wir brauchen 18 mal Stoff und 6 mal Elektronik. Das heißt, wir brauchen noch 8 mal Stoff. Stoff. Zack, 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 zack. 8 mal. Dann craften wir jetzt komplett das Gear durch. Fangen wir an. Schauen wir mal, was für Attribute rauskommen. Unnachgiebig. Unnachgiebig ist natürlich eine geile Sache. Empfehle ich auch jedem, der im richtigen Game, also im, ich nenne es jetzt einfach mal in der Open World hier in Division 1, den Taktiker spielt. Den Mod müssen wir dann rausholen, so wir nicht vergessen. Robust auch super. Brauchen wir Maske. Ausdauernd, ja, ist okay. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Sieht so aus, als würde es sehr viel auf Elektronik gehen. Schauen wir mal, was die Handschuhe machen. Clever, naja. Aber wenigstens mal Schusswaffen. Knieschoner erfüllt Schaden gegen Elite. Schauen wir uns alles gleich dann mal an. So, der Holster. Standfest. Gesundheitsregel, das ist natürlich super. Also da sind wir jetzt wirklich, da sieht es gut aus. Schauen wir uns mal an, wie die Werte so verteilt sind. 2, 1, 3, da müssen wir was machen. Elektronik 2, super. Das heißt, wir craften uns auf alle Fälle Ausdauermods. Ausdauermods. So. Fangen wir mit dir an. Erweitertes Magazin, jawohl. Kurzer Griff rot. Laute Mündung. Und das robuste Mini-Reflex. Hier ist das robuste. Das kommt weg. Ja, mit Mods. Da überlegen wir gleich mal, was wir machen. Dürfen auf keinen Fall vergessen, falls wir uns was Neues craften, dass wir da das Scope abbauen. Weil wir können uns kein Scope craften in der Dark Zone. Ja, der Rucksack fehlt nicht. Den habe ich nur vergessen anzulegen. Das ist nämlich der Rucksack mit dem Standfest. Stimmt, aber der hätte, der hat die Werte noch ein bisschen. Mhm. Du hast recht, Thorsten. Du hast wie immer recht. Okay, okay, okay. Was wir jetzt noch brauchen, ist Sniper Rifle, Pistole. Dann haben wir alles auf Gold und 5 Ausdauermods. Perfekt. Perfekt. So, da nehmen wir die X-Schnickschnack 45. Angelegt. Dann Sniper Rifle. Ich weiß, die M44, aber ich hasse das Ding. Ich hasse das Ding. Deswegen nehmen wir das SOCOM. Ja. So. Scope haben wir auf der anderen. Was wir hier noch brauchen, ist Hochgeschwindigkeitsmagazin. Dann Visier brauchen wir logischerweise keins. Wir brauchen den Handstopp Wolfsgrau. Nein, hier Vertikal Wolfsgrau mit der optimalen Reichweite. Entschuldigung. Und ja, Mündungsfeuerdämpfer. Ausdauer. Die Ausdauermods. Da brauchen wir jeweils, also Elektronik haben wir genug, dann brauchen wir noch 5x Stoff. Dann können wir gleichzeitig noch gucken, was wir an Klamotten noch brauchen. Ah, ich sehe gerade. Hier haben wir auch noch ein bisschen was zum Umwandeln gerade bekommen. Ja, ich mache jetzt einfach mal 5x. Ich weiß, dass ich eigentlich keine 5 mehr brauche, aber ist egal. Ich sehe wurscht, gell? Ausdauer. Ja, das M44 ist super.
Weiß ich, also das ist auch gerade gegen die Hunter wirklich super, wenn man trifft. Was mich so nervt, ist dieses Einzelnachladen. Also ich hasse das. Man muss ja repetieren und das ist dann meistens immer so, du hast den angeschossen, den Hunter, und es fehlt wirklich nur ein Schuss. Und wenn ich jetzt eine Automatik hätte, dann mit dem nächsten Schuss hätte ich einen Down. Da muss ich erstmal nachladen und derzeit dann heilt er sich oder geht in Deckung oder sonst irgendwas. Ja. So, und wie viel habe ich jetzt gemacht? Ich hatte 7, habe ich 4 gemacht. Okay. Deswegen hasse ich das. Okay. Also, hier muss erstmal, nein, nicht hier, sondern hier. Warnung, Infektionsgrad nimmt zu. Und der Mündungsfeuerdämpfer, sehr schön. Okay. Das Ding kommt weg. Die Mods. Sehr schön, sind wir schon bei 2000. 2140. Sehr gut, das sind super geile Werte. Machen wir. So, dann werden wir jetzt noch ein bisschen was an Klamotten machen. Da machen wir uns gleich mal Stoff ohne Ende hier. Zwei Hammer, machen wir 8. Zack. So, Pudelmütze, her damit. Das ist schön für Susi, dass sie den zweiten Teil spielt. Da soll sie dabei bleiben. Ich gönne ihr das. So, und dann, wenn wir hier rauskommen, sind wir bestens gerüstet für alles. So. Das war's. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, Werte haben wir gesagt, haben wir durch. 2,1, 2,1, 2. Dann minus 22 Grad erträgliche Temperatur. Ansonsten ist alles auf Gold. Hier wollte ich mal kurz das erbittert. Kritische Trefferchance. Schusswaffen 2,2. Naja, okay. Da wir mit der Sniper nicht so großartig abgehen. Also, aber jetzt müssen wir Gas geben. Wir haben noch 26 Minuten, das reicht natürlich. Vorläufig gestoppt. Und los geht's. So, also, wie immer, wir fangen an mit der Virenauslöschungsstelle. Entschuldigung. Ich hätte jetzt auch vorne gleich reinlaufen können, aber ich mache das Ganze lieber von der anderen Seite her. Die Truppe am Exit zockt im Moment auch kein Division 2 mehr. Ja, tja. Komisch, warum nur? Ja, wie gesagt, also das Spiel wird irgendwann gut werden. Das dauert halt aber mal wieder ein Jahr oder zwei. Ist ja nicht so, als hätten sie das Ganze schon mal durchgemacht. Aber egal. Wir konzentrieren uns hier auf das hier, gell? So. Wie immer. Gefummel da. Warnung, Infektion schreitet voran. Okay, um den brauchen wir uns das nicht mehr kümmern, den macht das Geschütz weg. Okay, machen doch wir ihn weg.
Die schmelzen gerade so weg. Wo wir jetzt gar nicht geguckt haben, ist, was ich für Attribute habe. Mal gucken, gerade Schaden gegen Elite. Wenn ich hohen Schaden gegen Elite habe, dann ist das eh alles ziemlich schnell erledigt wahrscheinlich. Aber das können wir gleich mal gucken. Bevor wir zum Ameisenmann gehen. Der sich hoffentlich heute mal wieder so verhält, wie er sich zu verhalten hat. Nämlich hochkommt und mir in mein Geschütz läuft. Was natürlich ein Nachteil ist, wenn man alleine spielt, ist, dass man nicht mehr wie in drei Hunter erledigen kann. So, wir schauen mal schnell. Schusswaffen, okay, das haben wir ja geklärt. Waffenschaden, ja, ja, kritische Trefferchance 19%, Trefferschaden 65%, Kopfschuss 105, Stabilität, Reichweite, Nachlade, Schadensbonus, pipapo, Schaden gegen Elite 22%, ist okay. Das ist okay. Damit lässt sich doch was anfangen. Infektionsgrad nimmt zu. So, jetzt dürfte uns wahrscheinlich dieser Veteran, da vorne ist er schon. Komm, jetzt machen wir mal. Dass die Scharfschützengeschichte auch mal zum Tragen kommt hier. Man bekommt die Punkte für alliierten Sieg nicht. Ja, 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 stimmt. Jetzt hat sich der Kreis gerade wieder geschlossen. Ich war schon wieder... Hatte schon wieder vergessen. Die Daten deuten auf ein, aber du hast recht. Gebiet hin. Okay, da unten ist der Ameisenmann mit Konsorten. Wenn wir Glück haben. Kommen die jetzt auch hoch? Jetzt bräuchte ich halt den Impulsgeber. Jawohl, da sind sie. Okay, wenn wir den ersten umlegen, dann kommen alle hoch. Da kommt er schon. Na, wie praktisch. Fehlt nur noch der dritte. Könnte sein, dass hier so aus der Tür gleich ein Cleaner rausgerannt kommt. Trinken wir noch was in der Zeit, wie die brauchen, um sich zu entscheiden. Da ist er. Jetzt kommt er. Die ganze Zeit gammelt er da rum und dann kommt er jetzt. Ja, hier könnte sich Infizierte rumtreiben, du hast recht. Lol. Ah, ich liebe Maschinengewehre. Danke. Okay, sammeln wir hier unten noch schnell alles ein. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Wie sieht's eigentlich mit Munition aus? Da passe ich irgendwie nie auf. Okay. Warnung, Infektion schreitet voran. Kein Grund zur Besorgnis. Und weiter geht's.
Überlebenszeit. Okay, wir sind schon wieder voll mit Medikamenten. 22 Minuten. Jetzt müssen wir ein bisschen, anziehen. Zwei Wahrzeichen haben wir. Und was auch ein Nachteil sein kann, wenn man alleine spielt, das sieht man jetzt, man hat natürlich die ganze AI noch. Ne? Also in den meisten Runden, wenn mehrere spielen, komme ich hier durch und kann hier durchziehen, weil die hier eben schon von irgendjemandem umgelegt worden sind. Genauso wie die Rikers, die jetzt bestimmt gleich wieder von rechts auftauchen. Die nerven nur. Da sind sie schon. Aber was soll's, ne? Soll sich nicht beschweren. Erste Hilfe haben wir 3 Stück, brauchen wir jetzt also hier auf der Ladefläche nicht holen. Ja, nächster Stopp, ganz klar, die versenkte Kreuzung. Dann Untergrund Kaufhaus. Leichtestes Wahrzeichen der Welt, Dachdingsbums und dann von oben her die Hunter einen nach dem anderen. Warnung, Infektionsgrad nimmt zu. Müsste sich ausgehen. Hier müssen wir ein bisschen links aufpassen. Aber die sind anscheinend gerade nicht da. Machen wir die hier weg. Warnung, Infektion schreitet voran. Muss er natürlich im letzten Moment da nach rechts abbiegen. Aber er zeigt eigentlich nicht gleich schon wieder. Pass mal auf. Komm. Da, du bist erledigt. Kann ich dir nachhelfen? Okay. Der Schütz weg, das brauchen wir gleich wieder. Sammeln wir alles ein, gibt alles Punkte. Munition 957, schauen wir mal hier rein, ob wir hier schon auffüllen. Und? Nein. Hier sind irgendwo noch Waffenteile. Nicht, dass wir sie brauchen würden, aber ich nehme sie trotzdem mit. Nachladen. Haben wir. Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. So, im Idealfall. Entschuldigung. Läuft uns der erste Fette gleich hier vors Rohr. Ich höre ihn schon. Nochmal ein Scan. Okay. Vielleicht was anderes gehört, wer weiß. Okay, das ist ein bisschen strange. Da müssen wir aufpassen, dass der uns nicht in die Quere kommt. Cooldown 15 Sekunden, okay. Da kommt die ganze Entourage. Das geht sich jetzt hoffentlich aus, dass ich das Ding da oben positionieren kann. Jawohl. Und dann gleich meine Deckung. Warnung, Infektionsgrad nimmt zu. Aufpassen, nicht, dass der mir da hinten reinläuft. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Okay, das Geschütz haben sie gekillt. Aber der Fette hat keine Rüstung mehr. Ich habe hier nicht ewig Zeit. Da.
4 Überlebensbehälter sind unser. Der andere ist keine Ahnung wo. Spielt jetzt auch keine Rolle. Alarm. Infektion vorläufig gestoppt. Weiter geht's. Na, es wird schon langsam hell. Sehr schön. Die lassen wir jetzt links liegen da. Kommen aber genau auf uns zu, das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen ausweichen. Ich habe gerade eben die Tablette genommen, die hat jetzt vielleicht keine 20 Sekunden gewirkt. Gewürgt. So. Die rechts, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Und die Rikers, die hier gleich laufen, die sehen mich auch nicht. Ihr seht mich nicht. Ich hoffe, dass die sich jetzt alle gegenseitig mal ein bisschen behaken. Während wir die anderen zwei Wahrzeichen noch machen. Dann brauchen wir uns mit denen gar nicht großartig rumprügeln. Wie sieht es denn hier aus? Chris, hau rein, dir auch einen schönen Sonntag. Da sind die zwei, die sind hier drin. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Warnung, Infektionsgrad nimmt zu. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Die zwei sind da hinten, okay. Leute, ich muss mal kurz das Mikro ausmachen. So, da bin ich wieder. Ein sehr hartnäckiger Hustenreiz. Aber bei dem Wetter da, ja. Dauererkältet seit dem Winter quasi. Okay, nachladen. Wir kommen zum leichtesten Wahrzeichen der Welt. Dominik, hau rein. Dir auch einen schönen Sonntag noch. So, hier müssen wir jetzt natürlich wieder bedenken, wie wir das Geschütz postieren. Kriegen wir das eigentlich da oben drauf? Leider nicht. Gehst du in Deckung? So. Erledigt. Nee, ich werde nach der Runde keine machen, weil ich habe einen abartigen Hunger. Ich muss mal das frühstücken, weil ich bin heute Morgen einfach aufgestanden und habe mir gedacht, oh, komm, fängst du mal einen Stream an. Das heißt, wir werden leider nach der Runde erstmal einen Break machen, Leute. Aber wie gesagt, ich überlege mir, ob ich heute Nachmittag so, keine Ahnung, 5 bis 6 herum einen Generation Zero Stream reinhaue. Das können wir gerne machen. Cobra, du schon wieder. Cobra, übernehmen Sie. Nee, du hast nichts verpasst. Schweden später, genau. Munition 1350, 148 im Magazin. Hier rechts ist noch im Magazin, genau. 148 im Magazin und hier rechts ist noch Medizin. So rum. Okay, was haben wir noch Zeit? Hat er mir jetzt gar nicht angezeigt, ne? Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Komisch. Naja. Alter Schwede, genau. Aber ich denke so an die 20 Minuten, 18 Minuten werden wir schon noch haben. Abzüglich der 3 Minuten, bis der Helikopter kommt. Was ist hier oben? Eine Müsli-Riegel. Gott sei Dank. 15 Minuten, alles klar, danke.
Ja, das geht sich aus. Das wird knapp, aber es geht sich aus. Hier oben darf ich jetzt halt nicht so lange rummachen. Hier oben muss es alles genau gut laufen. 15:36, okay. Minus 3. 40 Sekunden. Oben haben wir noch ein Medikit, das holen wir auch, dass wir wieder 3 haben. Komplett hell. Das ist abartig, ne? Okay, das ist der Obermacker. Granate. Jetzt wird es gleich eng, wenn das Geschütz... Na genau. Das macht nichts, wir können das schon wieder setzen. Dann ist wahrscheinlich Mittag, ja. Zumindest, wenn wir Glück haben, geht die Sonne auf. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass sie sich da hinten verschanzt haben. Wir lassen sie mal ein Stück vorkommen. Geschütz weg, weil wir können uns hier kein Entschuldigung, stundenlanges Feuergefecht mit denen leisten. Jetzt kommen sie. Das Geschütz kommt hier hin, dass sie nicht ganz so nah rankommen. So. Hier hinten müssen wir weg, das ist nämlich eine schlechte Position. Dadurch, dass der mit dem Granatwerfer da einmal voll reinholzen kann. Das ist der Wichtige. Alles an Granaten raus, was da ist. Okay, den haben wir. Jetzt noch ihn. Und aufgesammelt, die ganze Mischpoke. Überlebensbehälter. Und Schluss. Okay, normalerweise mache ich es hier oben so, dass ich dann so ein bisschen rumspiele mit denen da unten, die ich jetzt aber nicht sehe, und das lassen wir jetzt aber, weil wir haben nur noch 12 Minuten. Das wird jetzt richtig eng, das wird richtig eng, Freunde. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich die 3 Hunter killen. Das heißt, wir lassen uns jetzt hier auf nichts mehr ein. Da sind sie. Kacke. Vorteil ist, wenn es jetzt hell ist, dass man die Hunter besser sieht. Ich hoffe, dass das die Sichtverhältnisse so bleiben, wie sie jetzt sind. Warnung, Infektion hat kritische Masse erreicht. Kritische Masse erreicht. So sieht es hier tagsüber aus. Können jetzt nur noch Flick-Schusterei betreiben mit den Medikamenten. Ich will kurz mal überlegen, ob ich... Ich versuche es trotzdem. Ich versuche alle 3 Hunter zu machen. Warnung. Ansteckung nähert sich tödlichem Grad. Setzen wir mal 2 Minuten an pro Hunter. Dann haben wir noch 3 Minuten Sicherheit. Bin ich jetzt dann vorbeigelaufen? Dann vorbeigelaufen, oder? Hier, ja klar. Lol. Das ist das. Tagsüber sieht das alles ganz anders aus. Lol.
Bitte spawn hier vorne. Bitte spawn hier vorne irgendwo. Starke Bedrohung entdeckt. Wo? Hoffentlich ist es jetzt nicht einer, der hier so ewig lang herläuft. Da vorne kommt er. Okay. Schade. Und weiter geht's. Alarm. Könnte klappen. Also das hier ist meiner Meinung nach der schwierigste Hunter. Also für mich ist das der schwierigste Hunter, weil du weißt nicht, von welcher Richtung kommt er, dann hat er so dermaßen viel Deckung und du hast nicht viel Möglichkeiten. Also hier weiter vorne jetzt da auf dieser Eisbahn oder was das ist, kann ich hoch auf den Balkon gehen. Da habe ich relativ gute Deckung und besseres Schussfeld als er. Und im Parkhaus ist klar, da verschanze ich mich einfach im Treppenhaus und lasse ihn kommen. Aber hier ist relativ Open Space und das ist schwierig. Machen da jetzt auch gar nicht mehr lange rum mit irgendjemand. 10 Minuten. Ja, das doch, das geht sich aus. Hier, das nehmen wir noch mit. Brauchen wir am Ende ja, wenn wir in den Heli einsteigen, ja auch wieder essen, trinken etc. Müssen wir ein bisschen timen, auch mit den Medikamenten. Wobei hier oben sind noch Medikamente drin und Erste-Hilfe-Packs. Da ist er schon. Gepanzerter Feind entdeckt. Ja, das denkst du. So, fertig. Nächster. Ja, jetzt haben wir, jetzt ist alles gut. 9 Minuten. Haben wir uns eine Spritze rein. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Das brauchen wir auf alle Fälle. Wenn man sich eine Leuchtpistole gebaut, kann man die immer wieder, ja, die kannst du immer wieder benutzen. Die baust du dir einmal und dann kannst du sie immer wieder benutzen. Wenn du allein bist, macht's halt nur dreimal Sinn. Weil, ja. So. Ich könnte jetzt hier noch links schnell die Division Tech holen. Naja, komm. Ich hol sie. Ansteckung nähert sich tödlichen Grad. Kann einfach nicht dran vorbeilaufen. Wo wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen, ist hier auf 12 Uhr der Durchgang zwischen den Häusern, dieser improvisierte Tannenbaumverkauf. Da schleichen jetzt noch, da wir ja allein sind, mit Sicherheit die LMBs rum. Jawohl, die kommen uns auch schön entgegen. Oder? Ja. Ne, laufen weg. Aber in der engen Gasse kommen sie halt nicht weg. Waffenteile, wie gesagt, ich kann an keinem Loot vorbeilaufen. Die Sonne kommt raus, das ist so episch. Ich finde, das sind die besten Momente im Survival. Da muss man sich auch mal kurz Zeit nehmen, sich das anzuschauen, weil das echt eigentlich selten ist.
Dass die Sonne aufgeht in der Survival-Runde, das ist das Beste, was einem passieren kann. Da geht mir richtig das Herz auf. Na, unsere drei Rabenfreunde, heute sind sie, aber wenn die Sonne draußen ist, sind sie schreckhaft, ne? Und blauer Himmel, ja. Auch sehr selten im Survival. So, 7 minus 3 sind 4 Minuten. Das wird locker reichen, um den Hunter hier zu killen. Ja, alles richtig gemacht. Stimmt. Es ist herrlich. Gut, wir haben, wenn wir den Hunter gekillt haben, haben wir genug Zeit noch die Sonne zu genießen, Freunde. Ja, komm, lauf. Im Anflug für Evakuierung. Starke Bedrohung in der Nähe. Ja, ein bisschen dunstig, ne? Okay, ich höre ihn schon, der ist gleich links von uns, der kommt gleich. Noch wartet er ab. Vielleicht wartet er ab, bis der Impulsgeber wieder da ist, das wäre sehr nett von ihm. Nämlich jetzt, dann weiß ich genau, wo er ist. Da ist er, jetzt kommt er. Ja, das war ja sehr zuvorkommend von ihm. Scheiße, falsche. Ich mag das nicht, wenn er über die Schulter zielt. Komm her jetzt. So. Jo, das war's, Freunde. Jetzt genießen wir die Sonne, bis der Heli kommt. Ja, war eine geile Runde. Trotzdem kein Highscore. Also da denke ich auch mal so an die 18.000 Punkte. Jetzt stellen wir es doch mal in die Sonne, oder? Ha? Ja. Komm. Nein, nicht drüber springen. Das hasse ich immer, wenn er da drüber springt. Und dass du da oben stehen bleibst. Ja, macht er nicht. Dann stellst du dich hier hin. Sonne. Schauen wir mal, wie schaut's aus? Ja, da können wir jetzt eine nehmen. Und wenn der Heli dann da ist. Ja, Robodance im Sonnenschein. Achtung, hier kommt er. Naja, was heißt Fachmann? Ich hab's ja vorhin schon gesagt, das ist einfach Gewöhnungssache, ne? Wenn du die Runden immer und immer wieder zockst, dann weißt du, wie es läuft. Und alleine ist es ja jetzt wirklich keine Kunst, ne? Also, da weißt du genau, es nimmt dir keiner was weg. Du hast keinen Zeitdruck. Du weißt, mit der Zeit, die dir zur Verfügung steht, kommst du hin. Kein Problem. Was wir jetzt noch machen können? 30 Sekunden. Ah, wir hätten noch ein paar... Genau, da sitze ich. Sollen noch ein paar schießen? Die zwei nehmen wir noch mit, da komm. Haben wir noch zwei gekillt. So. Da ist unser Taxi. Was wir jetzt machen, ist essen. Trinken. Und eine Tablette nehmen. Die haben wir vorhin anscheinend gar nicht genommen. Lebenserwartung 3 Minuten 38. Das war knapp. So, warum essen und trinken, bevor man in den Heli steigt und Medikamente nehmen? Weil das alles mehr Punkte gibt, wenn diese ganzen Werte, also Hunger, Durst und Evakuierung in 10 Sekunden. Bewegung. Krankheitswert gestillt sind. So, schauen wir nochmal schön die Sonne. Bin auf dem Rückflug. Ende und aus. Dann schauen wir an, was es an Punkten gibt, was in den Behältern drin ist. Sie sind wieder online hier in der Basis und ich höre, Sie haben es geschafft, Gott sei Dank. Da wir jetzt, wo der Sturm fast vorbei ist, noch viel zu tun haben. Ich will nicht sentimental werden, okay? Okay, dann werden wir nicht sentimental, Faye. Die gute Faye.
Na, knapp 18.000. Leicht verschätzt um 165 Punkte. Okay. Alliierte Sieg, klar, keiner bleibt zurück, auch klar. Keine Abschüsse, niemals bewusstlos. Die drei Hunter, genau. Dann, normale NSCs 99, da bin ich so wieder im Fuck. Der eine hätte, wäre der 100. gewesen, das wäre ja cool gewesen. Schade. Veteran 33, Elite 21, Bekannte 6, ist klar, das sind die Bosse gewesen. 2 Stunden 6 Minuten, sehr gut. Durstwert 100 und Hungerwert 100, das ist das, was ich eben gesagt hatte beim Einsteigen in den Hubschrauber. Krankheitswert 6%, das war ganz knapp. Ja, Thorsten, hau rein, bis später. Kälte minus 22, auch top. Einsamer Held, eh klar. Beute 163, da geht eh nicht mehr. Erste Hilfe Sets von jedem noch was übrig. Man sieht, dass es hier auch Punkte gibt, zwar nicht viel, aber immerhin. Helikopterbergung ist klar, keine Abschüsse, Büro Hunter besiegt und so weiter. Okay, dann schließen wir das mal. Und laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Schauen mal, was RNGesus für uns bereithält. Fangen wir hiermit an. Ja, das war zu erwarten, dass da nicht viel drin ist. Ruf der Wache in Classified. Okay, nehmen wir natürlich mit. Bin gerade wieder dabei, alle meine Classified Gear Sets zusammenzusammeln, nachdem ich sie alle geschreddert hatte. Um eine neue Herausforderung zu haben. Alles Übungssache, Katharina. Einfach dranbleiben. Und immer weiter probieren. Irgendwann läuft's. Ohoho, Tenebrae, ja, 100 Division Tech, immerhin. Und ein Dead Eye in Classified, den Rucksack. Rucksack! Ja gut, war eine geile Runde. Hat Spaß gemacht, die hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danke, dass ihr alle am Sonntagmorgen schon so zahlreich erschienen seid. Und ja, ich wünsche euch alle einen schönen, schönen Restsonntag, auch wenn das Wetter bei den meisten von euch wahrscheinlich so sein wird wie bei mir, nämlich beschissen, aber egal, können wir mal ein bisschen die Füße hochlegen auf dem Kanapee. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr heute Nachmittag, ich schätze mal so zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr werde ich einen Generation Zero Stream auflegen. Wenn ihr Bock habt, schaut's einfach rein. Ansonsten einen schönen Sonntag noch, einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns in einem meiner nächsten Streams oder einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, euer Ü40.